Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei InSports. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute beschäftigen wir uns mit der Gruppe C der FIFA-Weltmeisterschaft 2018 in Russland. Wie die Analyse aussieht, jetzt nach dem Intro. Willkommen zurück, liebe Fußballfreunde. In den letzten beiden Videos haben wir die Gruppe A und B analysiert. Wenn ihr das Ergebnis noch nicht kennt, hier die Links zu den Videos. Und gleich mal zur Gruppe C. Mit Frankreich, Australien, Peru und Dänemark haben wir auch durchaus interessante Teams dabei. Mag schon sein, dass Frankreich die Favoriten sind, aber wie sieht's mit den anderen aus? Und fangen wir gleich auch mit das Starteam Frankreich an. Mit dem 9. Platz der FIFA-Weltrangliste bestreiten die Franzosen mittlerweile ihre 14. WM. Und das mit Erfolg. 5-mal kam man ins Halbfinale und 2-mal ins Finale. Einmal davon 1998, wo man auch endlich den Pokal hochheben durfte. Dies mit bekannten Spielern wie zum Beispiel Zinedine Zidane, der mittlerweile die Los Blancos trainiert. In der letzten WM 2014 aber scheiterte man knapp mit einem 0:1 gegen Deutschland. Nun zum Coach Didier Deschamps, ein WM-Sieger als Spieler, denn er selber war der Kapitän des Teams im Jahre 1998, als man die WM gewann. Der frühere Monaco, Juventus und Marseille-Boss trainiert die Franzosen nun schon seit 2012 und das mit Erfolg. In der letzten EM zum Beispiel kam man ins Finale, verlor da aber in der Nachspielzeit gegen Portugal. Er führte seine Truppe auf den ersten Platz der Gruppe A der Qualifikation, wo man vor Schweden und Niederlande sich einen Platz in Russland sicherte. Didier Deschamps läuft mit einer 4-3-3 starbesetzten Formation, darf man schon sagen, auf. Denn angefangen bei Hugo Lloris bis zum Sturm mit Griezmann und Mbappé und Giroud ist die Mannschaft einfach top besetzt. Gut vorstellbar, dass aber auch Lacazette von Anfang an aufläuft. Ich habe mich hier aber für Giroud entschieden, weil vorne sonst meiner Meinung nach die Kopfballstärke fehlt. Oder sagen wir mal so, ich bin ein Fan der klassischen Nummer 9. Unter vielen Stars der Mannschaft sticht aber einer besonders hervor und dies ist meiner Meinung nach Antoine Griezmann. Er war der Topscorer und der beste Spieler der Euro 2016. Mit 4 Toren und 4 Assists verhalf er unter anderem seine Mannschaft zur WM. Vielleicht kommt er diesmal weiter als bei der letzten WM. Wir sind gespannt. Nun zum FIFA-Weltranglisten 39. Australien. Ja, das Land Down Under war bis jetzt 4-mal dabei. Im Jahre 2006 waren sie aber am erfolgreichsten, als sie es aus der Gruppenphase schafften und sich für das Achtelfinale qualifizierten. Gegen Italien war dann aber Schluss, denn die Italiener gewannen im selben Jahr gegen Frankreich im Finale die WM. Ja, und letztendlich schafften die Australier es sich knapp mit einem 2:1 Sieg gegen Syrien ein Ticket für die WM zu sichern. Kommen wir zum Trainer der Mannschaft und ja, genau richtig gesehen, es gibt momentan keinen. Der Ex-Trainer Angelos Postecoglou verließ das Traineramt letztes Jahr und trainiert momentan die japanische Mannschaft Yokohama Marinos. Wer der nächste Coach der Australier ist, ist noch unklar. Aber wenn ich daneben liegen sollte und es mittlerweile einen Stellvertreter gibt, dann lasst es mich bitte in den Kommentaren wissen. Laut den letzten Spielen aber formiert sich Australien oft in einem 3-4-2-1 Formation. Mit, wie ich denke, zwei Außenspieler, die als Außenverteidiger und auch als Außenmittelfeldspieler fungieren. Die letzte Entscheidung trifft aber natürlich der Coach, von daher lassen wir uns überraschen, wer es wird und was für eine Formation er wählt. Aber nun zum Star des Teams, der niemals alternde Tim Cahill. Der mittlerweile 38-Jährige ist schon eine australische Legende und mit zunehmendem Alter wird er einfach immer besser. Mit 11 Toren auf dem Weg nach Russland war er eine Schlüsselfigur der Qualifikation. Außerdem könnte er es schaffen, als einer der wenigen australischen Spieler in allen 4 Weltmeisterschaften zu treffen. Wir wünschen ihm auf jeden Fall viel Glück dabei und dieser Meilenstein sei ihm auf jeden Fall gegönnt.
auf nach Südamerika und zwar zum 11. der FIFA-Weltrangliste Peru. Auch die Peruaner sind schon zum vierten Mal dabei. Sie schafften es aber zweimal ins Viertelfinale und zwar im Jahre 1970 und 1978. Die letzte WM liegt allerdings weit zurück. Seit 1982 schafften sie es einfach nicht, sich für die WM zu qualifizieren. Deswegen war die Freude diesmal umso größer. Trainiert wird Peru vom Argentinier Ricardo Gareca. El Tigre, so lautet sein Spitzname, ist seit 2015 im Traineramt und davor hat er zahlreiche Clubs im südamerikanischen Raum trainiert. Als ein Trainer mit sehr viel Erfahrung und gefeiert von den Peruanern, schrieb er Geschichte, als er den 36 Jahre langen Fluch brach und die Mannschaft zur WM verhalf. Die Mannschaft stellt er in einer 4-2-3-1 Formation auf mit Spielern wie zum Beispiel die ehemaligen Bundesligaspieler Paulo Guerrero und Jefferson Farfán. Auf diese Aufstellung griff der Trainer Ricardo Gareca in der Qualifikation sehr oft und von daher ist meiner Meinung nach anzunehmen, dass es in die Weltmeisterschaft nicht anders laufen wird. Ja, als der Star der Mannschaft, so kann man ihn auch ruhig nennen, ist Jefferson Farfán. Der nun 33-Jährige bewies, dass er ein wichtiger Spieler für Peru ist und hatte großen Anteil an der erfolgreichen Qualifikation, wie zum Beispiel im Sieg gegen Paraguay oder dem Playoff-Sieg gegen Neuseeland. Jefferson Farfán bestreitet jetzt seine erste WM und durfte daher sehr motiviert sein. Zu guter Letzt ist Dänemark dran. Ein Platz hinter Peru befinden sie sich auf Nummer 12 der Weltrangliste. Und auch sie sind zum vierten Mal dabei, mittlerweile schon die dritte Mannschaft in der Gruppe. Aber nun zurück zu den Fakten. Ihre letzte WM war 2010, ihre erfolgreichste aber 1998. Da schaffte es man in das Viertelfinale. Man traf da dann gegen starke Brasilianer und man musste sich dann durch einen Doppelpack von Rivaldo am Ende mit 3-2 geschlagen geben. Wie dem auch sei, die jetzige Mannschaft aber verfügt über exzellente Spieler und ein Weiterkommen ist hier gar nicht so unwahrscheinlich. Der Trainer der Mannschaft heißt Aga Reide und ich hoffe, ich habe das richtig gesagt. Er löste den Allzeit-Rekordtrainer Morten Olsson, als dieser die Europa-Qualifikation 2016 nicht schaffte. Der ehemalige norwegische Verteidiger und Trainer verhalf mit seiner Erfahrung die Dänen mit einem Sieg in der Playoff gegen Irland zum Russland-WM-Ticket. Da schoss man nämlich die Irländer nach 2 Spielen mit 1-5 raus. Auch Aga greift gerne auf eine 4-2-3-1 Formation zu. Mit Spielern aus der Premier League wie zum Beispiel der Innenverteidiger von Chelsea Christensen oder der Star-Torwart aus Leicester, aber auch Spieler aus der Bundesliga wie Delaney und Poulsen, die wahrscheinlich auch von Anfang an spielen werden. Ja, wer der Star im Team ist, das weiß wahrscheinlich die Mannschaft auch selber. Mr. 70 Millionen Marktwertmann Christian Eriksen, der Playoff-Held Dänemarks, befindet sich momentan auf Top-Niveau und das nicht nur mit Tottenham. Denn Eriksen war mit 11 Toren in der Qualifikation an einem großen Anteil für den Einzug in die WM beteiligt. Nur Robert Lewandowski und Cristiano Ronaldo konnten die 11-Tore-Marke knacken. Ja, und da sind wir wieder auch am Ende der Folge. Hier jetzt meine Einschätzung zur Gruppe C der WM. Warum auch nicht, die Franzosen sind meiner Meinung nach klarer Favorit der Gruppe. Mit einem Sieg gegen Australien, Peru und einem Unentschieden gegen Dänemark habe ich Frankreich 7 Punkte gegeben. Dänemark verschafft sich mit einem Unentschieden gegen Frankreich und Peru und einem Sieg gegen Australien 5 Punkte. Peru habe ich zweimal unentschieden spielen lassen und zwar einmal gegen Australien und Dänemark. Das Frankreich-Spiel werden sie meiner Meinung nach verlieren. Und damit kommen wir zu Australien, die sich mit einem Unentschieden gegen Peru einen Punkt sichern werden. Ich will heute wissen, was ihr von diesem Ergebnis haltet. Ist Frankreich wirklich ganz oben dabei? Und welche zwei Mannschaften kommen eurer Meinung nach weiter und warum? Lasst mich dies in den Kommentaren gerne wissen. Und wenn ihr auch das nächste Video nicht verpassen wollt, dann lasst unbedingt ein Abo da und einen Daumen hoch, wenn euch das Video gefallen hat. Folgt uns auch auf Social Media, wo es sich da rund um das Thema Fußball handelt. Und damit verabschiede ich mich wieder von euch und bis zum nächsten Mal.